Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung von der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Praxisprojekt im Auftrag von der ThyssenKrupp Materials Schweiz AG beschäftigt sich mit Werkstofflösungen für die Medizinaltechnik. Der Auftraggeber möchte von den Studierenden wissen, wie er in diesem Segment weiter wachsen kann. Bei unserer Arbeit ist herausgekommen, dass wir eine Abhängigkeit feststellen konnten zwischen Implantat und Operationshersteller und welches Material sie bevorzugen. Des Weiteren konnten wir nachweisen, dass eine Unabhängigkeit von Deutschland als auch von der Schweiz besteht. Somit bedeutet es, dass beide Länder gleichzeitig auch diese Materialien beziehen wollen. Und als Letztes, ganz klar, konnten wir nachweisen, dass die ISO 13485-Zertifizierung eine lohnenswerte Investition in die Zukunft ist. ThyssenKrupp Materials Schweiz AG in Bronschhofen bei Wil ist 1927 gegründet worden und gehört zum ThyssenKrupp-Konzern. Der Vorverarbeiter von metallischen Werkstoffen beschäftigt an 3 Standorten 110 Mitarbeitende. Wir gehen weg vom reinen Commodity-Stahlhändler zum vertieften Werkstoffdienstleister mit Service und eben vertieften Dienstleistungen rundherum ums Produkt. Und mit diesen Resultaten können wir natürlich jetzt auch die Dienstleistungen rund ums Produkt viel mehr ausbauen. Die 6 Betriebsökonomie-Studierenden sind im 4. Semester an der Fachhochschule St. Gallen. Sie haben für diese Marktforschung ein halbes Jahr Zeit und investieren rund 800 Arbeitsstunden. Wie bei jedem Projekt geht es zunächst mal darum, die Materie zu verstehen. Und ich finde es immer wieder sagenhaft, wie sich Betriebswirtschaftsstudenten einlassen können in eine technische Materie, wie in diesem Fall bei ThyssenKrupp Materials. Im ersten Schritt verschafft sich das Team einen Überblick über das vorhandene Datenmaterial zum Thema. Dann interviewen die Studierenden 11 Experten in Deutschland und der Schweiz, bevor sie die beiden Märkte analysieren. Die größte Herausforderung lässt sich mehrere Punkte gliedern. Einerseits war es auch die Komplexität unseres Themas, aber daraus folgend auch der hohe Anspruch an die Marktforschung. Denn beispielsweise konnten wir unsere Zielgruppen natürlich nicht in der Fußgängerzone ansprechen. Wir hatten es mit Menschen zu tun, die nicht erreichbar sind, eine hohe Entscheidungsgewalt in Unternehmen haben, als auch natürlich keine internen Daten herausgeben dürfen. Und als letzten Punkt hätte ich gesagt, dass wir wirklich 2 Länder bearbeitet haben, komplett getrennt mit sehr viel Statistik. Fürs Wachstum im Segment Medizinaltechnik sind die Erkenntnisse vom Praxisprojekt essentiell. Die Strategie ist klar und jetzt müssen wir einfach noch die Leute und dementsprechend das Know-how aufbauen, Zertifizierung machen, dass wir in dem Markt bestehen können. Die klare Empfehlung und die Ausdauer der Studierenden beeindruckt auch den Coach. Die Studierenden haben zum Großteil selbstständig gearbeitet, natürlich irgendwo mit Leitplanken, mit Unterstützung und haben sich in jedes Detail reingekniet. Die sind hinterher den Experten her, bis sie dann die weich geklopft haben. Die haben nachgefasst bei den Interviews und. Das ist unglaublich. Das Praxisprojektteam hat mit ihrer Arbeit offenbar auch die Jury weich geklopft. Auch wenn sie nicht mit der Nomination für den WTT Young Leader Award gerechnet haben, die Ambitionen sind gross. Für uns als Gruppe kam es natürlich absolut überraschend, auch wenn uns öfters gesagt wurde, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben. Aber wir freuen uns natürlich wirklich sehr und wir hoffen, dass wir an diesem Abend auch den ersten Platz abräumen dürfen. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula, Light Audio Media.